Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Mustang. Die NWO sieht alles. Jo, Freunden, da bin ich wieder, euer Sky-Büro, Sky-Tiger. Ja, Freunden, was ist passiert? Und zwar geht es um Folgendes. Dieser andere Typ, dieser falsche Marvin, ich glaube, der bedroht mich, ja. Der hat als Kommentar bei einem meiner Videos was geschrieben, ne? Und zwar, neues Kreuz, 479er Doppelsilber und Sky Löwe bedroht mich. Ja, ihr habt richtig gehört. Sky Löwe tut mich bedrohen tun. Und zwar hat er kommentiert unter einem meiner Videos. Und zwar möchte ich das euch gerne vorlesen. Und zwar hat er geschrieben: Digga, sei einfach leise, bevor ich dich melde, wegen Nachmachen. Ja, wegen Nachmachen. Du provozierst mit deinen Videos. Es stört mich zwar nicht, aber du machst dir Feinde. Ich rede nicht von welchem Feinde. Aber ich muss dir Respekt schenken. Du zeigst dich, aber die anderen, wie als Schauberg oder Ungroll, an dieser Stelle schöne Grüße an Ungroll und Lamedel. Ihr macht einen perfekten Job und ich lache mich immer schlapp über eure Videos. Also, Medel! Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ne? Aber ich muss dir Respekt schenken, du zeigst dich. Aber die anderen, wie Alt Schauberg oder Ungroll, die verstecken sich. Weil die Angst haben, auf dem Straße zu sehen. Schwierig, schwierig. Aber ich würde dir lieber raten, es zu lassen. Sonst hast du Probleme. Heieiei, Sky Löwe. Falscher Marvin, was meinst du damit? Oder du hast Probleme? Ist das eine Drohung, Marvin? Falscher Marvin, ist es eine Drohung? Leuten, was meint ihr? Bedroht mich Marvin? Schreibt's gerne in die Kommentare und wenn ihr Lust habt, lasst sogar ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und einen Kommentar auf diese Frage wäre auch gar nicht verkehrt, ob Marvin mich bedroht und was ihr denkt, welche nächsten Schritte könnte Sky Tiger einleiten. Und Leuten, das war noch gar nicht alles, was dieser falsche Marvin, aka Sky Löwe, mir geschrieben hat. Und zwar hat er noch geschrieben, und da ist er, glaube ich, zum Sherlock Holmes geworden. Sherlock Holmes, ja, kennt ihr, das sind Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle
Und naja, Skylöwe hat dann noch geschrieben: Und bevor du dich als jemand ausgibst, achte darauf, dass du nicht Mustangs heißt oder so wie Eich immer. Marvin, du bist drauf gekommen, dass der, der diese Videos aufnimmt, Mustangs heißt? Naja, fast. Ohne das S, Marvin. Ohne das S, nur Mustang. Nur Mustang. Ja, Leuten. Also, Marvin tut mich bedrohen tun. Das gibt's ja gar nicht. Aber bei Skylöwe schon. Leuten, der Marvin, der war auch in den letzten Tagen ziemlich fleißig. Und zwar hat er auch hanebüchende Community-Posts auf seinem Kanal geschrieben. Und da möchte ich euch auch gerne etwas vorlesen, was er da so zusammengeschustert hat. Und zwar ist folgender Community Community Toast, Computer to Community Post. Gut, dass Sky der Panther nur eine Lüge war. Wollte euch nur ein falsche Infos geben. Schon dumm, wenn man alles glauben tut. Solche Opfer, die keine Ahnung haben, was die da labbern. An meinen Fans, die mich seit lange, lange Zeiten kennen. Ich werde alle meine Kanälen löschen, bald da ich ein komplett neues Kanal erstellen werde. Leider werde ich es niemandem erzählen können, das heißt, dieses Kanal wird nichts mit Gaming zu tun haben. Selten vielleicht, es handelt sich ob Content Abenteuer im Real. Also die restlichen Zeit wird was kommen, ab dann nicht mehr. Ich freue mich schon auf das Abenteuer plus Metalldirektor gleich Magnetangel und Angeln. Also haut rein, ihr Losers. Hanebüchend. Hanebüchen Sky Löwe. Schreibst du wirklich diese Texte oder sind die irgendwie automatisch übersetzt von irgendeiner chinesischen App oder so? Mann, Marvin, was ist denn das? Junge, 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 ganz schlimm, echt ganz schlimm. Und noch ein anderer Community-Post, den ich euch vorlesen möchte, lautet wie folgt. Auch natürlich ein Community-Post von Skylöwe. Dieses Kanal wird ab morgen gelöscht oder privat gestellt. Also morgen ist jetzt, also heute. Ich nehme das Video auf. Eigentlich sollte der Kanal schon gelöscht sein. Laut Marvins Informationen. Also, dieses Kanal wird ab morgen gelöscht oder privat gestellt. Da ich auf ein neues Ebenen gehe. Eine neue Ebene, Marvin. Aha. Abenteuer kann kommen. Auf Wiedersehen, Domi Lawser. Hobbylosen, hobbylosen Hater und Hater. Die sind das Dümmste aus allen Ländern. Leider sind die geistig gestört. Gibt denen mal ein Antikleber
und setzt euch auf dem Straße. Mal gucken, wer mit 1000 Sachen euch wegrassiert. 1000 Sachen, 80 vielleicht? Oder so ähnlich. Ich sehe nur ein paar kranken Menschen mit einem kranken Gewissen. Ich bin treu und echt, ich bin Sky Löwe, der Allerechte. Jeder, der über mich redet, ist nur neidisch, da er keine so gute Leben hat. Ja, das stimmt, Marvin. Ich glaube, jeder ist neidisch auf dich. Ganz, ganz echt. Bald bin ich Millionär und du bist YouTube los. PS, arbeitslos. Ah, 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 ah. Marvin, du solltest Bücher schreiben, so wie dein Vorbild, der Reini. Hä? Ja, Leuten. Der hat auch noch so Sachen geschrieben, dass er irgendwie jetzt mit seinem Metalldirektor irgendwelche Bomben suchen will und in Geisterhäuser will er auch Videos aufnehmen. Und es gibt's nicht. Und anscheinend wird es keine Zitaten oder Songs mehr geben. Was war das jetzt? Habt ihr das auch gehört? Songs mehr geben. Schon wieder. Was ist denn? Naja. Auf jeden Fall. Ja, Marvin, an dieser Stelle bedrohen. Nee, ist nicht so gut für dich. Echt nicht. Wirklich nicht. Denk mal drüber nach, was da alles passieren kann, Marvin. Du handelst dir nur selber Ärger ein. Ja, Leuten, wir kommen auch zum Schluss. Und ich wollte euch eigentlich noch sagen, ihr seid das beste Publikum, was ich mir jemals bestellt habe. Und zwar muss ich jetzt auch so langsam muss ich zurück. Oh, der Kreuz. Sterling Silber. 24,89er. Doppelt versilbert. Aber darunter ist Gold. Und zwar, wo wart er jetzt stehen geblieben? Ach ja, Leuten, ich muss zurück in die Kaserne. Und zwar haben meine Kameraden auch schon mir gesagt, dass sie heute Abend oder besser gesagt heute Nacht ein Spiel mit mir spielen möchten in der Kaserne heute Nacht. Und zwar irgendwie sowas mit Seife in Socke oder irgendwie so ähnlich. Ich freue mich schon auf dieses Spiel Seife in Socke. Ich bin total gespannt. Und naja, Leute, ich würde da mal sagen, das saß in mir Haus. Euer Sky Tiger ist jetzt raus.